Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Wir sind dabei, den nächsten Dungeon zu betreten. Die Frage ist, wollen wir unseren Shop jetzt noch öffnen? Was haben wir denn hier so Schönes im Inventar? Wir haben hier noch 5 dieser komischen Kiesel am Start. Ich denke mal, wenn ich jetzt noch irgendwie großartig was verkaufe, kann ich da richtig Gewinn machen. Gut, hier haben wir sonst keine Stacks mehr, ne? Wie viel Geld habe ich? Ja, komm, wir öffnen einfach mal den Laden. Ey, mein, was denn los? Ich kann den Laden nicht öffnen. Achso, das erklärt einiges. Gut, dann werden wir halt noch mal kurz sammeln gehen. Und gucken uns heute den Pflanzen-Dungeon an. Ich bin gespannt. Ich könnte rein theoretisch jetzt noch hier drin farmen, weil ich im Pflanzen-Dungeon keine Chance habe. Aber ich denke, das kriege ich schon hin. Ich bin Profi und schlag erstmal voll daneben. Obwohl ich gar nicht schlagen muss. Bin ich mal gespannt auf den nächsten Boss, den wir diese Woche erreichen. Das wäre ganz cool, wenn wir so ja jede Woche einen Dungeon machen, ne? Klingt gut. So, Wald-Dungeon. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was haben wir hier für Gegner? Ein paar kennen wir ja schon. Oh nein, ich dachte, ich bin die Schleime los. Au. Das tut wirklich weh. Ich habe kaum Blut bekommen. Was für eine Scheiße ist das denn? Ich fühle mich ein bisschen verarscht, ne? So, wir haben... irgend so ein Scheiß, okay. Keine Ahnung. Stroh. So wirklich wertvoll sieht das jetzt nicht aus. Ich frage mich, ob die Dungeons auch größer werden. Verzieht euch. Scheiß Schleime. Ich hasse Schleime. Ah, okay, okay, okay. Oh, und da ist bereits der nächste Dungeon. Und ich habe natürlich keine Heiltränke mitgenommen. Ich Idiot. Oh mein Gott. Okay, ohne Heilung gucken wir uns mal den nächsten Dungeon an. Okay. Oh, ich hab Glück. Verzieh dich, Mann. Oh, ich wollte schon sagen, bleibt Lava jetzt auf ewig da, oder was? Ah! Ich bin weg. Oh. Oh, okay. Der dritte Dungeon ist vielleicht noch keine so gute Idee. Komm, komm ein Stück näher. Komm, wir verkaufen erstmal ein paar Sachen. Hä? Ist ja immer noch Nacht. Na gut, dann gehen wir wieder rein. Ja, aber wahrscheinlich, weil wir wieder gestorben sind. Wenn wir jetzt nochmal sterben, gehen wir aber zurück, weil dann ist es wieder hell. Okay, okay. So bin ich noch nie gestorben. Oh Gott. Ich wage es. Soll ich es wagen? Ich wage es. Vielleicht hätte ich mir Heilung organisieren sollen, solange ich konnte. Er ist doch fast tot. Danke. Ich darf da nicht mehr reingehen. Ist das schlimm? Naja gut, wir verkaufen erstmal ein paar Sachen. Ich muss mal kurz meinen Pulli ausziehen. Es wird langsam wieder wärmer. So. Okay, verkaufen wir ein paar Sachen, stellen uns Heiltränke her. Dann ist das auch nicht mehr so schwer. Hey, es reimt sich. So. Was ein Kack. Öffnen wir erstmal den Laden ganz bequem. Alter. Übelst auf die Fresse bekommen. So, Hauptsache es kommen keine Diebe. Ich muss mich sowieso erstmal noch an die Steuerung wieder gewöhnen. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Ist das zu teuer für dich? Ja, das ist zu teuer. Ja, ich meine, Versuch war es wert, ne?
Machen wir so 6000. Klingt das fair? Alter, das ist 1. Nein. Das ist 2. Das ist 3. So, guckt euch in Ruhe um. Ja. Ho, 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 ho. Ist es schon weg? Nein, ist es noch nicht. Ist es noch nicht weg? Okay, sehr schön. Habe ich dafür noch keinen Preis, sag mal? Nee. Aber, okay, sie hat es nicht gekauft. Aber egal, besser als total billig verkaufen, weil da sind 5 Stück, ich krieg da richtig viel Kohle für. Okay, das ist immer noch zu teuer. Gut, dann gehen wir noch 1000 darunter. Vielleicht nehmen sie es dann ja. Wertsteigerung. Ja! Oh, es wird alles genommen. Ja, gib mir Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh, ein Stinkreicher. Kauf so ein Buch. Kauf so ein Buch. Ja, kauf ein Buch. Nein, nicht das. Das habe ich doch noch gar nicht. Hä? Er hat ja nicht mal was dazu gesagt. Wie sieht's aus? Nee. Okay. 5000 ist auch immer noch zu viel. Aber ich muss doch auch irgendwie Gewinn machen. Das war ein fetter Boss. Ich meine, ich bitte dich, das war ein fetter Boss. Das war auch noch. Nee, das war auch noch nicht gut. 10.000. Ja, ist ja gut. So. Gehen wir auf 8000 runter. Das ist irgendwie bitter. Sag mal, was ist denn los mit euch? Wieso ist das alles zu teuer? Ihr müsst auch ein bisschen was verdienen. Ich meine, ich gehe dahin, riskiere meinen Arsch. Weißt du, dann wollen die dafür kein Geld zahlen oder was? Ich hätte das Büchlein mitgenommen. Na gut, dann bieten wir den Rest halt auch für 3000 an. Dann ist 3000 anscheinend genau das Ding. Was wurde jetzt verkauft? 1 wurde verkauft. Aber dadurch, dass es ein Stink... Ups. Dadurch, dass es ein Stinkreicher gekauft hat... habe ich dafür anscheinend nichts bekommen. Also keine Info. Naja. So, nun kauft endlich. Ja, sehr schön. So dachte ich mir das. 3000 ist anscheinend in Ordnung. So, den Rest müssen wir eigentlich gar nicht loswerden. Ich hoffe einfach noch, dass wir ihn loswerden. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich würde mich zwar freuen, aber naja, nö. Dämlicher Dieb, wenn du mir irgendwas Fettes klaust, ich schwör's dir, ich verprügel dich. 8000 ist zu viel. Man kann ja noch hoffen. Okay, das ist nur was für Reiche. Gehen wir auf 2500 runter. Immer noch zu teuer, du willst mir aber 4000. Ich habe nichts zu klauen für dich. Hey, das Buch wird gekauft. 2500 war anscheinend genau richtig. Ach komm. Selbst der Dieb will das nicht mitnehmen. Komm, Dieb, klau doch was. Los. Tu es. Ich bewache dich. Nimm mir endlich den Rotz hier weg. Nicht du. Oh, okay, ist so. Gut. Der Rest wird ein anderes Mal verkauft. Aber wir haben jetzt 40.000.
Damit werden wir, glaube ich, unseren Laden noch mal ein bisschen aufrüsten. Ja, sehr schön. So, Heiltränke. Dann gehen wir erstmal hier zum Laden. Das nächste. Start. Wir könnten auch den Straßenhändler kaufen. Haben wir das schon? Egal. 10% mit Trinkgeld hört sich doch gut an, ne? Gut, ich kann mir aber sonst keine Heiltränke kaufen. Achso, 70.000. So viel habe ich natürlich nicht. Hey, Hexe. Wir kamen nach Yunoka, weil wir hörten, dass ein Wächter gefallen sein soll. Ja, ich war's. Ich ganz alleine. Da bist du ja wieder. Wie geht's dir? Was willst du heute? Ich will trinken. Oh, ich kann mir schon einen neuen Trank machen, ne? Yay. Da kann ich gleich mehr machen. Ui. Also sowas wie Schleim oder so, würde ich sagen, gehe ich auch offscreen farmen. Einfach, weil ich geizig bin. Ich bin einfach geizig. Muss ich dazu sagen. Zack. Okay, versuchen wir nochmal unser Glück. Und gucken nochmal ganz kurz, was wir für unser nächstes Schwert brauchen. Gut siehst du aus, Will. Wie kann ich dir helfen? Du kannst mir helfen, indem du die Klappe hältst und mir ein Schwert baust. Okay, ich sehe schon. Das wird noch nichts. Dafür kennen wir die Items noch nicht. Was wir natürlich machen könnten, ist einmal kurz nach Hause. Die Kristalle mitnehmen. Wir haben ja 20.000, aber gut. Wir können vielleicht einmal aufrüsten, ne? Mit ein bisschen Glück. Ich krieg die ganze Zeit die falsche Taste, ey. So. 16.000. Ah gut, wir haben es jetzt maximal aufgerüstet. Es sollte ja für den Anfang reichen. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen Geld sammeln, um unsere Ausrüstung auch irgendwie zu verbessern, aber ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, das lohnt sich nicht. Ich glaube, ich habe zu viel Dark Souls gespielt. Da lohnt sich das auch nicht. So. Halt. Wie sieht es eigentlich aus? Euer Wert ist wieder neutral, ja? Kann ich euch ja wieder verkaufen. »400? Hat ihr echt so wenig Wert?« »Tatsache.« »Hat irgendwie die Erinnerung, dass ich ein bisschen mehr dadurch verdient hätte. Aber gut.« ich muss, glaube ich, nachdem mein Stuff loswerden, ne?« Und ich glaube, den alten Kram, den wir gleich nicht mehr wiederfinden können, den müssen wir auch direkt verkaufen, ungesteckt. Ist halt dann so, ne? Am wenigsten werden wir das Zeug los. Kriegen Kohle dafür. So. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt ein bisschen besser klarkommen. Vielleicht muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Der Boden hat geglitzert. Ich glaube, da kann ich runterfallen. Tatsächlich. Waldgeschichte. Was zum... Was ist passiert? Au! Was?
Man kann ihn nicht angreifen? Was habe ich gemacht? Ich habe ein dreckiges Buch aufgesammelt, tut mir ja leid. Und ich habe auch nicht genug Geld, um nach Hause zu kommen. Und die Türen sind zu. Ach, du ahnst es nicht. Was ist denn das? Wir müssen erst weglocken, glaube ich. Kannst du nicht deine Kollegen... Ich hasse euch. WTF? Ich hab das Buch verloren, ey. Nicht dein Scheiß Ernst. Was haben wir in unserem Beutel? Na, immerhin ein bisschen was behalten. Okay, Muster. Ganz richtig, diese Dungeons scheinen ihnen zu folgen. Bestimmten Mustern. Man mag denken, sie seien zufällig aufgebaut. Vielleicht sogar vollkommen chaotisch. Aber nein! Nein, ganz im Gegenteil, in ihnen steckt Logik und Wiederholung. Wie eine Art göttliche Anleitung. Eine Vorlage für jede Neuanordnung eines Dungeons. Soweit wir wissen, gibt es beispielsweise 3 Ebenen in jedem Dungeon. Aber wusstest du, dass es auf jeder Ebene eine heilende Quelle gibt, ja? Und dass sie stets auf dem Weg zur nächsten Ebene erscheint, ja? Dort platziert, um zu heilen und außerdem den Weg zu weisen. Diese Dungeons wollen regelrecht geplündert werden. Ja gut, dass er auf dem Weg zum nächsten Dungeon, zur nächsten Ebene war, wusste ich nicht. Ja, ganz gut zu wissen. Oh Gott, jetzt muss ich mich auch noch hier beeilen, ey. Gib die Kiste frei! Das dämliche Buch, das wir aufgesammelt haben, hat mich irgendwie verflucht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vor allem, ich hatte auch nicht genug Geld. Oh, da ist schon die nächste Ebene. Das kannst du knicken, Junge! Noch nicht! So, wir sollten auf jeden Fall erstmal in Erwägung ziehen, ein bisschen was zu verkaufen. Ich würde tatsächlich als allererstes die hier verkaufen. Wir müssen 800 zusammenkriegen. Ja, tut mir leid, da muss alles rein hier. So. Vor allem waren die sehr wertvoll. Aber jetzt kann ich wenigstens einmal aus dem Dungeon entkommen. Falls nochmal so ein Monsterviech auftaucht. WTF? Hast du gerade durch die Mauer geschossen? Das finde ich irgendwie nicht fair, ne? Jetzt weiß ich wenigstens, wie man diese Geheimräume findet. Weil wenn ich jetzt hier runtergehe und raufgehe und gucke, ob es irgendwo glitzert, dann könnte ich gucken. Haha, hast gedacht, Schleim. Toll. Gib mir nicht mal sein Zeug. Gierlappen. So, nehme ich keine großen Verfluchungen, das gefällt mir. Und wir haben etwas gefunden, was wir auf unserer Wunschliste haben. Okay, der Boden sieht aus, als würde er runterfallen. Ja. Ich frage mich, ob es da irgendwo geglitzert hat. Nö, außer dass der Frosch da gerade geflogen ist. Nö, ich habe keinen Glitzern gesehen. Ich hätte das Buch gerne nochmal. Ich würde gerne alles verkaufen in diesem Spiel. Einmal mindestens. Da glitzert's. Okay. Ich hasse mein Leben. Nicht mal Loot gegeben. Wie, das Buch ist... Das Buch ist weg. Ernsthaft? Oh, dieses dreckige Zeug, ne? Jetzt ist das Buch weg. Das kann nicht dein Ernst sein. Ja, ich bin dämlich, Freunde. Ich bin dämlich. Wieso ist das Buch weg? Aber das finde ich jetzt kacke.
Ich finde es wahrscheinlich nochmal wieder irgendwie als Spezialloot. Aber ich finde es trotzdem kacke. Ach, wir haben ja noch denselben Tag, ne? Stimmt. Der Dungeon hat sich ja theoretisch nicht verändert. Oder? Hm. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, nein, ist das eklig. Wie soll ich denn da hinkommen? Leute! Wollt ihr mich verarschen? Ich wollte schon sagen, mir dann nicht den Loot geben, ne? Schweine, alles Schweine. Gut, wollen wir in die nächste Ebene? Ich meine, notfallshalber kann ich noch zurück. Ich bin jetzt richtig angepisst wegen der Buchsache, ne? Dass ich nicht genug Geld hatte, um zurückzugehen. Oh, es ist so bitter. Oh Mann. Wild Dungeon 2. Okay. Jetzt gleich schon Richtung 3. Was bist du denn für ein süßer Pilz? Was bist du? Oho. Okay, ich kann in mein Inventar noch nicht zugreifen. Oh, da ist wieder... Ist aber ganz anders, oder? Das leuchtet jetzt so ganz komisch. Ich werde zum Schluss versuchen, dahin zu gehen. Zerstört bei... Okay, das ist in Ordnung. Wobei, ich weiß nicht, ob ich da noch Platz habe. Halt, Moment. Das können wir doch ausnutzen. Nice. Oh nein! Nicht noch. Dreckige Wichser, ich hasse euch. Drecksschleime. Keiner kann euch leiden. Ich hoffe, das wisst ihr. Ah, jetzt ist der Schleim auch vor der Tür weg. Okay, da gehen wir auf jeden Fall hin, wenn wir hier durch sind. Also wir gehen da hin, wenn ich noch Platz im Inventar habe, sagen wir es so. Aber die sind leicht, die Gegner. Die Schleime werfen und die Schleime an sich sind kacke. Ansonsten kann ich mit allen leben. Aber ist auch jetzt auch gar nicht mehr so krass. War nur der erste Eindruck, der halt schwer war. Verzieh dich, Junge. Ich kann dich durch die Wand schlagen, du bist ein Nappel. So, fehlst nur noch du, ja? Nein! Oh, ich dachte, er schießt in die andere Richtung. Dafür machen die aber richtig Damage. Okay, ich wollte schon sagen, greif mich das Ding jetzt an. Okay. Wir sind Full House. Wir können langsam zurück. Das Zeug verkaufen. Gerade noch ausgewichen. Und da geht's auch in die nächste Ebene. Cool. Okay, dafür habe ich keinen Platz mehr, aber das ist nicht so schlimm. Halt, war da noch ein Gegner? Nee. Konnte einfach auf meinen Inventar nicht zugreifen. Okilidokili. Ich würde aber trotzdem gerne in den Raum da unten reingehen, bevor ich abhaue. Einfach nur, um zu gucken. Und ich mache die Ebene auf jeden Fall fertig. Komm. Ich will zeigen, dass ich mächtig und stark bin und dass ich mich weiterentwickelt habe in diesem Spiel. Pilze. Ich glaube, der Loot kommt langsam auf einen zu, oder? Okay, was haben wir denn hier? Was ist das? Derbe Handschuhe. Oh, jetzt verstehe ich. Was ist denn das?
cool, wir haben eine neue Waffe gefunden. So, pure Säure. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Zeug, ne? Ja, gut, davon haben wir eigentlich mehr als genug, ne? 18. Ja, ist auch nicht so wertvoll. Dann bist du noch alleine. Waldfrüchte. Obwohl, ich, davon habe ich nur einen, ne? Was lohnt sich denn noch loszuwerden? Aber die Pilze würde ich ehrlich gesagt gerne mitnehmen. Weißt du was, die waren ja nicht so wertvoll, ne? So, testen wir mal die Handschuhe. Auch nicht schlecht. Au, oh, du bist ja noch gar nicht tot. Definitiv lustig. Aber ich glaube, ich verwende lieber das Schwert. Schade, ich kann nichts mehr tragen. Gut, ja, nee, wir können nicht in die Ebene. Ich will es auch nicht riskieren zu sterben, ganz ehrlich. Gehen wir zurück und verkaufen das, dann sind wir auch für heute durch. So. Lass uns den Schrott verkaufen, damit wir endlich wieder ein bisschen zu Geld kommen. Wir packen es natürlich in unsere Truhe und warten dann auf die Sticks. So, okay. Erstmal alles hier rein. Oh, wir hatten doch noch welche davon. Ach Gott. Hat also doch noch Platz. Okay. Wir haben hier ein Stickerino. Die brauchen wir. Ja, alles aus dem alten Dungeon kann eigentlich weg, ne? Komm, verkaufen wir das ganze Zeug vom alten Dungeon. Du bist vom neuen, du bist vom neuen, du. Und die Säure. Und das und das. Genau, haben wir hier auf jeden Fall einen 10er-Stack. Und hier einen 5er-Stack, glaube ich. Ja, 5er-Stack. Alte Sachen. Golem-Fiebel, den Scheiß. So. Die Golem-Fiebel ist noch ein bisschen wertvoller geworden. Genau so. Das ist alles wertvoller geworden. Hier, zack. Zack, Junge. Gib mir die Money. Gib mir den Money. Okay, dann möchte ich gerne den hier verkaufen. Den hier. Und den hier. So. Alles an Wert zugenommen. Sehr schön. Sagen wir hier. Naja, auf welchem Stand bist du denn? In etwa 400. Da kann ich ja nicht auf 450 gehen, ne? Okay. Öffnen wir die Laden und gucken, dass wir alles verkauft kriegen. Wir müssen erstmal schlafen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass der Dungeon sich wirklich resettet. Also, dass ich mein Buch wieder bekomme. Es wäre mir schon wichtig, dieses Buch zu haben. So, du gehst rüber. Du kommst weg, du Kristall des Golem-Königs. Ich weiß, so der Kristall könnte man eigentlich noch gebrauchen, ne? Glaslinsen, der Scheiß kann weg. Okay, der Rest ist, glaube ich, vom neuen Dungeon alles, ne? Okay, haben wir hier noch irgendwas, was wir nicht mehr brauchen? Die Fleischpeitschen. Okay, öffnen wir den Laden und verdienen mal einen Haufen Kohle. Nein. So, kommen Sie, Oma, schlagen Sie zu. Nur das beste Angebot für Sie. Und ich kriege ja jetzt 10% mehr Geld. Stimmt. Ich hoffe, das ist automatisch. Ich hätte darauf achten sollen, wie viel Sie mir geben wollen. Scheiße, ein Dieb. 6.300. 3.500.
So, da kommt gerade einer, der möchte bestimmt mein Schwert und Schild kaufen für 800. Er klaut gerade wieder dieses Mistvieh. Ja, okay, das war spottbillig, aber egal. Dann bin ich es wenigstens los. Ist ja mein Anfängerset gewesen, dass es so viel Wert hat. Ist schon nicht schlecht. So, rüber, rüber, rüber. Kauft, Leute, kauft. Nur das Allerfeinste für euch. Was ist das für ein Nebel? Achso. Ui. Okay, 2000 würde ich dafür insgesamt bekommen und sie gibt mir jetzt 2800. Das ist schon einiges, was ich da einen Bonus kriege, ne? Damit kann man definitiv leben. So, alles aufstocken. Zuerst das, was wir kennen. Können wir sogar erhöhen. So wie das. Achso. Geben wir 220 dafür. Dankeschön, wären Sie uns bald wieder. Ich bin reich, Freunde, reich. Na, schon wieder ein Dieb. Such dir einen Job. Ganz ehrlich. Wertsteigerung und natürlich kauft er es. Ist eins ganz klar. Fleischbeitsche wieder rauf. Kann ich mir eigentlich sogar eine bessere Truhe kaufen, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon brauche. Komm, leg drauf. Dankeschön. Komm, was wert, ey. Also, ich freue mich schon darauf, die Sachen aus dem neuen Dungeon zu verkaufen, damit wir richtig Kohle scheffeln können. So, hier. Also schon wieder ein Dieb, das ist der dritte heute. Was ist denn los mit denen? Oh, Fleischpeitsche war ein bisschen zu billig, Moment. Ja, wegen der Wertsteigerung auch noch, ne? Komm ich schon. Ich muss aber auf den Dieb aufpassen. Fleischpeitsche ist immer noch zu günstig. Okay, 1000. Nein! Mir wurde was geklaut. So einen dreckigen. Ich hasse diesen Bengel jetzt schon. Ich klaue dir einfach was. So, Wertsteigerung. Einfach ein Hunderter, einfach ein Hunderter, komm. Hier die Urne, die habe ich noch gar nicht verkauft, ne? Ach, die ist neu. Okay, die Urne ist neu. Du bist aber full stacked. Und du würdest mir wie die Urne etwas geben, Dünger. Oh, du bist ja ziemlich. Oh Gott, bist du weit oben, also. So 800 hätte ich schon gern dafür. Und wieder etwas verkauft. So. Was haben wir hier? Magische Pilze, Giftsporen. 60. Ja, okay, das ist nicht viel. Gib mir 100. Wie, das ist zu teuer. Kann doch gar nicht sein. Wertsteigerung und so, ne? Komm, alles muss raus. Ich glaube, wir müssen gleich noch einen zweiten Tag zulegen, ey. Wir werden nicht alles los. Wie, ist zu teuer? Schon wieder ein Dieb, ey. Komm. Ihr habt mir schon heute was geklaut. Ich glaube, du bist auch noch voll stacked, ne? Modifizierte Samen. War schon ziemlich weit oben, ne? Wir fangen einfach mal so bei 600 an. Das passt schon. Wir werden ja sehen. Ja, wo ist der Dieb hin? Wie? Was soll denn das?
Okay, ich glaube, der Tag ist gelaufen. Ja, wir haben schon ziemlich viel verkauft. Ich glaube, noch einmal müssen wir nicht. Das können wir dann auf das nächste Mal verschieben. So. Eine Sache wurde uns geklaut. Ja, aber 42.000 gemacht. Also das ist schon nicht schlecht, ne? 22 Leute haben mich besucht. Kann sich sehen lassen. Komm, gehen wir in den Dungeon. Es ist natürlich jetzt abends. Das heißt, der Loot wird höchstwahrscheinlich auch um Längen besser sein. Okay. Schauen wir mal ganz kurz. Das habe ich mir gedacht. Das Gift. Ich muss dich auf meine Wunschliste packen, ne? Und du kommst weg. Okay, okay, okay. Wie sieht's aus mit meiner Rüstung? Okay, mir fehlt da aber noch was. Du warst ja auch die mittlere, naja. Du bist die große. Du kannst weg, glaube ich, oder? Ne, die Schuhe habe ich noch gar nicht. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Folge. Und ich glaube denn, ich werde jetzt kurz losziehen und mir das lila Zeug farmen. Für die Schuhe, weil wir noch keine Schuhe haben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.